She's the finest thing that you've ever seen. Look down, I see you most every day. But she never ever looks my way. I'm just a bellhop. You see, I can't stop and tell her what I wanna say. And one of these days I'm gonna have money. She's gonna be my ever-loving honey. It won't be long, just wait and see. I'll have a big car, fine clothes, and then I'll be. Uptown folgt noch ein Roy Orbison Oldie, In Dreams. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. Oh, now the time we're together. I can't help it.
if I cry. I remember that you said für alle, die in Stereo hören, an der Gitarre links James Burton, rechts Bruce Springsteen und in der Mitte Roy Orbison. Down the Line.
I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, it won't do me wrong. She'll be cool and dry. An der Orgel Elvis Costello, der hier sonst meistens Gitarre spielt. Nun kehren Bonnie Raitt, Jennifer Warnes und K.D. Lang zurück. Mean Woman Blues. Well, I got a woman mean as she can be. She's got shapely hips, yeah. Oh, she makes a royal me. I got a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean than me. And I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good, yeah. Ooh.
the sky. Start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting sun before they fall. Echo to you, that's all, that's all. You'll see the lonely sunset.
Orbison. Auch an der Gitarre Bruce Springsteen, T-Bone Burnett, Elvis Costello sowie der Gitarrist von Elvis Presley, James Burton. An der Orgel Tom Waits. Im Hintergrund sangen Jennifer Warnes, Jackson Browne, Bonnie Raitt, J.D. Souther von den Eagles sowie die kanadische Country-Sängerin K.D. Lang. Der Soundtrack zur Fernsehsendung Roy Orbison and Friends exklusiv hier auf Bayern 3. Und das war es für die erste Stunde von Blue Night Shadow. In der zweiten Stunde folgen Genesis, die Doobie Brothers, The Cure sowie Musik aus Island. Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Flugzeugabstürze und verhungernde Kinder. Kaum ein Tag vergeht, wo solche Katastrophenmeldungen nicht die Schlagzeilen füllen. Und seit Menschen über solches Unglück und Leid nachdenken, stellen sie immer wieder die Frage, wie kann Gott das zulassen? Fällt es uns schon schwer, das von Menschen verursachte Leid auf die Freiheit der Menschen zurückzuführen, so fällt es noch schwerer, die Naturkatastrophen und das Unglück unschuldiger zu erklären. Auch der Apostel Paulus hat sich über diese Probleme den Kopf zerbrochen. In seinem Brief an die Römer schreibt er: Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Die Welt nicht als eine fix und fertige Schöpfung, eine Welt, die in Geburtswehen liegt, die noch nicht so ist, wie sie möglicherweise werden sollte, dieses Bild hilft vielleicht weiter. Schöpfung geschieht vor unseren Augen. Geburt, Wachstum und Entwicklung sind wohl immer mit Spannungen, Brüchen und Schmerz verbunden. Das mag im konkreten Fall den Schmerz und das Leid nicht hinwegtrösten, aber vielleicht hilft es, dem Leid nicht ganz so hilflos gegenüberzustehen. Auf ein Wort. Heute von Josef Feldschmidt.